Ja, und der Freispruch ist gesprochen. Wir warten auf erste Reaktionen aus Hannover, nutzen die Zeit der Einordnung hier im Studio. Professor Meyer, würden Sie nicht auch sagen, wir haben eingangs schon mal darüber gesprochen, ob dieses Verfahren, ob die Anklage überhaupt hätte erhoben werden müssen, dürfen, ja oder nein. Jetzt kam es aber zu dem Prozess und zu diesem Urteil. Er heißt Freispruch. Ist das nicht, obwohl es sicherlich sehr enervierend war für den ehemaligen Bundespräsidenten, nicht nachhaltig für ihn eigentlich besser, jetzt mit einem Freispruch zu leben, als wenn vielleicht bestimmte Dinge immer noch im Raum stünden, von denen man nicht genau weiß, haben sie Substanz, ja oder nein? Also ich wollte trotzdem nicht tauschen mit seiner Rolle, die er da absolvieren musste durch den Gerichtssaal hindurch. Das hätte ja auch schiefgehen können sozusagen. Vor Gericht und vor See ist man in Gottes Hand sozusagen. Also das ist ein großes Risiko. Ich denke, er ist natürlich jetzt sozusagen erstmal entlastet. Man könnte fragen, hat man ihm Unrecht getan? Ich würde es insgesamt nicht übertreiben wollen, angesichts des Freispruchs, dass man jetzt sozusagen ihn wieder feiert in gewisser Weise. Denn es gab einfach gewisse Dinge, die problematisch im Raum standen. Er hat sich einfach anders verhalten in der Bundespräsidenten-Ära als in der Ära in Niedersachsen als Ministerpräsident. Dort hat er die Dinge sich einige zu Schulden kommen lassen nach seiner zweiten Eheschließung, unter Finanznöten gestanden. Wurde ja schier, wenn ich so sagen darf, ausgezogen von seiner Frau, musste also sozusagen, stand erheblich unter finanziellem Druck. Daraus sind gewisse menschlich verständliche Probleme entstanden. Ja, das ist die Lage und das hat die Probleme erzeugt. Dass man die jetzt rechtlich so massiv verfolgt hat, ist eben einfach ein Problem des Rechtsstaates, dass hier die Verhältnismäßigkeit, meine ich, nicht gewahrt wurde, auf die es doch sehr zentral ankommt. Und insofern ist der Tag für ihn natürlich ein guter und kann man da eine gute Bilanz ziehen. Man kann sagen, Herr Hilgruber, dass der Freispruch letztlich dann jetzt auch nicht überraschend kam, oder? Nein, der kam nicht mehr überraschend. Nach fast 20 Verhandlungstagen, die zwar eine Fülle von Zeugenvernehmungen gebracht haben, aber eben tatsächlich nicht dazu geeignet waren, den Vorwurf der Vorteilsannahme hinreichend zu belegen, kam dieser Freispruch alles andere als unerwartet. Dass die Staatsanwaltschaft gleichwohl ihn jetzt verhindern wollte und noch einmal in die Beweisaufnahme eintreten wollte, ist meines Erachtens doch ein deutliches Zeichen dafür, dass man sich hier bei aller zutreffenden Ermittlungen hinsichtlich eines Anfangsverdachts am Ende verrannt hat und nicht mehr in der Lage zur Selbstkorrektur war. Schauen wir uns ein paar Bilder an von dem heutigen Tag. Das Urteil ist gesprochen worden. Am Morgen begann der Prozess. Hier sehen wir den ehemaligen Bundespräsidenten auf dem Weg ins Landgericht Hannover. Herr Hilgruber, die Frage an Sie, die mir vorhin auffiel, weil mir nicht klar war, ehrlich gesagt, dass das im Schwurgerichtssaal stattfindet, wo sonst tatsächlich nur Mörder und Vergewaltiger sich äußern müssen. Warum findet es da statt? Welchen juristischen Hintergrund hat das? Gut, ich meine, das ist einfach das ist sozusagen das Prinzip der Gesetzmäßigkeit. Also wir haben klare Festlegungen, wo welche Verhandlungen, vor welchem Spruchkörper welche Verhandlungen wegen welcher Delikte geführt werden. Und natürlich sind die Delikte, die hier Amtsträger betreffen, wo es um Vorteilsannahme, um Bestechung, Vorteilsgewährung und Bestechlichkeit geht, das sind natürlich gravierende Delikte. Und von dieser Einstufung hängt es eben ab, dass hier diese Schwurgerichtskammer zuständig ist. Aber der Vergleich mit Mördern und Vergewaltigern ist gleichwohl völlig abwegig. Mhm. Aber es ist ein gravierendes Delikt, weshalb eben diese Zuständigkeit der Kammer gesetzlich begründet ist. Dagegen ist nichts einzuwenden.